2009 wird in Bad Pyrmont mitten am Tag auf einem Parkplatz eine Frau erstochen. Ich hätte 2-3 Tage vorher noch gesagt, das passiert nicht in Bad Pyrmont. Das ist eine Tat, die in der Bronx passieren würde. Der Fall setzt die Ermittler massiv unter Druck. Die Polizei in Niedersachsen fahndet intensiv nach einem skrupellosen Mörder. Die Kurstadt ist erschüttert. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Bad Pyrmont in Niedersachsen. 20.000 Einwohner leben hier, davon überdurchschnittlich viele Rentner. Am 29. April 2009 wird die Polizei zum Parkplatz einer Therme gerufen. Eine Frau sitzt angeschnallt in ihrem Wagen. Sie blutet stark aus der rechten Halshälfte und ist nicht mehr ansprechbar. Die Streifenpolizisten leisten erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintrifft. Die Rentnerin verstirbt später im Krankenhaus. Die Kriminalbeamten zeigen nochmal, wie sie vorgegangen sind. Während sich die Ermittler damals fertig machen, meldet sich ein Badegast der Therme. Der Zeuge hat den Täter noch fliehen sehen und vergeblich versucht, ihm hinterherzurennen. Anschließend leistete er dem Opfer erste Hilfe. Die Ermittler leiten die Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Bei der Spurensicherung müssen sie schnell sein, denn an dem Tag regnet es stark. Bei Eintreffen war es ja tatsächlich so, dass über der Tatwaffe, es hatte geregnet, hatte der Zeuge geistesgegenwärtig einen Schirm über die Tatwaffe gestellt. Dieser Tatort ist schwer zu deuten. Es zeichnet sich kein klares Motiv ab. Das Opfer wurde mit mehreren Messerstichen getötet. So etwas spricht oft für eine Beziehungstat. Auch ein Raubüberfall wäre denkbar. Doch die Tasche der Rentnerin liegt noch im Kofferraum mit allen Wertsachen. Wenn wir zu einem Tatort kommen, würden wir natürlich erstmal das sichern, was wichtig ist und was durch die Witterung zerstört werden kann. Bei diesem Tatort muss man besonders darauf achten, dass wir ein Tatmesser liegen haben, was dem Regen ausgesetzt war. Also müssten wir dort als erstes die Sicherung anfangen. Die Tatwaffe ist ein Küchenmesser. Der Täter hat es wohl bei der Flucht fallen gelassen. Was ist hier geschehen? Die Ermittler vermuten, die Rentnerin wurde vom Täter überrascht. Er muss ihr in unmittelbarer Nähe aufgelauert haben. Das war zum Tatzeitpunkt vor 10 Jahren alles bewaldet. Direkt hinter dem Opferfahrzeug hat sich ein großes Buschwerk befunden. Bei dem Tatort handelt es sich um den gut besuchten Parkplatz einer Therme. Rundherum sind Büsche. Ein Täter kann sich also hier gut verstecken. Dennoch scheinen Ort und Zeit für ein Verbrechen völlig ungeeignet. Dass am helllichten Tag während der Öffnungszeiten einer öffentlichen Einrichtung auf einem Parkplatz, wo ein ständiges Kommen und Gehen ist, wo Fahrzeuge fahren, wo Leute gehen, dass da ein Mord passiert, dass eine Frau niedergestochen wird, das hätte ich nie erwartet. Meine Befürchtung in dem Moment war, hoffentlich haben wir nicht hier einen Menschen, der erkrankt ist, der vielleicht Probleme hat, der psychisch nicht ganz auf der Höhe ist und der aus reiner Mordlust ein Delikt begangen hat. Im Auto finden die Ermittler eine Schreckschusspistole Typ Walther P99. Offenbar hat der Täter sein Opfer mit dieser zweiten Waffe bedroht. Es regnet so stark, dass die Ermittler die Spurensicherung abbrechen müssen. Sie entscheiden, das Auto für weitere Untersuchungen ins LKA nach Hannover zu bringen.
Nach ersten Zeugenaussagen ist die Seniorin von der Therme zu ihrem Auto gegangen. Ihre Wertsachen sind noch da, das spricht gegen einen Raub. Sie war schon angeschnallt, als der Täter auf sie einstach. Er muss also abgewartet haben, bis sie im Auto saß. Auch der Schlüssel steckte schon. Als Zeugen den Mörder bemerken, flieht er und wirft dabei das Messer weg. Der Zeuge beschreibt einen jungen Mann. Er kann ihm noch kurz ins Gesicht sehen, bevor er zwischen den Büschen verschwindet. Die Schreckschusspistole, die der Täter verloren hat, wird auf DNA untersucht. Der Tatort ist sehr ungewöhnlich. Auch das Motiv ist völlig unklar. Bei dem Opfer handelt es sich um Ingrid P., 76, Rentnerin. Sie ist verheiratet und hat 3 Kinder. Ihre Leiche wird in der Rechtsmedizin Hannover untersucht. Den Verletzungen nach muss der Täter äußerst aggressiv vorgegangen sein. Das Opfer hat 5 Halseinstiche und 2 Halsdurchstiche. 2-mal wurde die rechte Gesichtshälfte getroffen. Ingrid P. muss sich massiv gewehrt haben. Das zeigen die schweren Abwehrverletzungen, vor allem an der rechten Hand. Offenbar hat sie versucht, sich zu schützen. Die Rechtsmediziner sprechen von Übertötung. Denn schon die ersten Stiche hätten ausgereicht, um Ingrid P. umzubringen. Das Opfer ist einerseits an einem Blutverlust verstorben. Aus diesen Stichverletzungen hat es heftig geblutet. Andererseits einer sogenannten Luftembolie. Die Venen haben einen Unterdruck und dadurch gelangt Luft in das Herz. Das Herz schlägt dann nicht so gut, wie es schlagen könnte, wenn eben Blut drinnen ist. Letztendlich wird es gar nicht mehr fördern können und so kommt es letztendlich zum Herzversagen. Doch warum musste Ingrid P. sterben? Die Polizei Bad Pyrmont richtet die Mordkommission Therme ein und trägt die ersten Erkenntnisse zusammen. Grausame Tat, die keiner auf dem Platz erwartet hätte. Die Kriminaltechnik hat die ersten Spuren ausgewertet. Die Waffe, da sind sie sicher, da sind DNA-Spuren dran, die aber noch keiner Person zugeordnet werden konnten. Ging es um das Auto? Es wäre wesentlich logischer und einfacher in der Denke gewesen, vor dem Auto dem Opfer den Schlüssel wegzunehmen, als zu warten, bis sie sich anschnallt, bis sie den Schlüssel ins Fahrzeug steckt. Das ist ja ein Riesenaufwand, das Opfer dann wieder aus dem Fahrzeug zu bekommen. Die Ermittler vernehmen den Zeugen vom Tatort. Der Badegast sagt aus, er sei durch laute Geräusche auf das Geschehen im Auto aufmerksam geworden. Dann habe er gerufen, was machen Sie denn da? Der Täter sei daraufhin weggerannt. Dabei konnte ihm der Zeuge kurz ins Gesicht sehen. Die Ermittler fordern einen Phantombildzeichner des LKA Niedersachsen an. Hatten Sie denn so vom Gesicht her noch irgendetwas in Erinnerung behalten? Und zu der Mundpartie? Ist da irgendwie was in Erinnerung geblieben? Ein Beruf, der viel Einfühlungsvermögen erfordert. Ich muss mir selber erstmal ein Bild machen können, welche Voraussetzungen haben vorgelegen. Wie war die Entfernung? Wie waren die Lichtverhältnisse? Wie war die Perspektive? Und wenn ich merke, da gibt es Probleme, auch in den Begrifflichkeiten, dann umgehe ich das, umschreibe ich das und versuche dann so Brücken zu bauen. Zum Beispiel, wie hat er geguckt? Welche Mimik hatte er? Wie wirkten die Augen in dem Moment? Und das können sehr viele entsprechend beschreiben. Und darüber habe ich die Brücke, mir dann die Augenpartie vorstellen zu können und eine Zeichnung zu versuchen. Der Zeuge beschreibt den Mann als Mitteleuropäer, schlank, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 groß und hat dunkle Haare. In Bad Pyrmont beginnt eine groß angelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Die Ermittler teilen sich auf und bilden Teams. Sie klappern Straßenzug für Straßenzug ab. Intensiv ermitteln sie auch im Umfeld von Ingrid P. Sie gilt als das Zentrum ihrer Familie und kümmert sich um ihren kranken Ehemann. Jeden Mittwoch besucht sie die Therme, um dort in die Sauna zu gehen. Auch sonst ist sie sehr aktiv. Sie macht Qigong, besucht Computerkurse und engagiert sich beim Seniorenstammtisch der CDU,
Zeugen beschreiben sie als hilfsbereit und großzügig. Einer Krankengymnastin gibt sie ein Darlehen von 25.000 Euro. Niemand in ihrem Umfeld ähnelt der Täterbeschreibung. Und ich erinnere mich an das erste Gespräch mit dem Ehemann des Opfers, der mir in dem Gespräch das Versprechen abgenommen hat, dass ich den Mörder seiner Frau finde. Oder dass wir den Mörder seiner Frau finden. Das war schon ein sehr bewegender Moment. Vom Parkplatz gibt es keine Videoaufzeichnungen. Möglicherweise hat sich der Täter aber schon vor der Tat in der Therme aufgehalten. Und hier gibt es Kameras. Da oben, meinst du noch hier die erste Kamera? Ja. Da oben. Das ist ein Wälder. Wir haben gesehen, es gibt ein paar Videoaufzeichnungen, zumindest hier im Foyer. Die Therme speichert die Aufnahmen 72 Stunden lang. Die Kriminalbeamten sichern das gesamte Material von allen Kameras. Insgesamt 288 Stunden. Wie viele Kameras haben Sie jetzt im Eingangsbereich? Im Eingangsbereich haben wir 4 Stück. Okay, können Sie mir mal ein Bild bitte von den Kameraeinstellungen rüberziehen? Das ist hier der Thekenbereich. Ja, okay, das wäre gut. Also den eigentlichen Eingangsbereich. Nee, nein, den eigentlichen Eingangsbereich, auf jeden Fall. Ja. Den, wo die Tür aufgeht. Ja, genau. Zur Tatzeit finden sie auf den Videos nichts Auffälliges. Das übrige Material müssen die Ermittler in Echtzeit auswerten. Das dauert. Bei der Mordkommission meldet sich in der Zwischenzeit eine Frau. Sie sagt, sie kenne jemanden aus einem Nachbarort, der dem Phantombild ähnlich sehe. Und er führe immer ein Messer bei sich. Das war auch schon so von dem gesamten Profil, wie er mal irgendwann in Erscheinung getreten ist. Passte das? Das passte das auch. Tatverdächtig ist Rainer K., 40, arbeitslos. Sein Äußeres ähnelt der Täterbeschreibung. Im Stiefel soll er immer ein Messer bei sich tragen. Der Polizei ist er bekannt durch Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährliche Körperverletzung. Wiederholt hat er seine Großmutter angegriffen. Er scheint also skrupellos zu sein. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbeschluss und fordern die Standortdaten von Rainer K.'s Handy ab. Und man geht daran, okay, man stellt fest, da sind Übereinstimmungen, das könnte passen in das Muster, das könnte unser Täter sein, das motiviert. Sie finden Rainer K. in einer verwahrlosten Wohnung vor. Er ist dann aufgesucht worden und hat so eine psychische Störung gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt, dass wir relativ schnell klar waren, dass er nicht unser Täter ist und so auffällig sich verhalten hat. Also der hätte Schwierigkeiten gehabt, alleine nach Bad Pyrmont zu finden. Die Ermittler holen sich externe Unterstützung von Fallanalytikern des LKA Niedersachsen. Mit einem baugleichen Auto rekonstruieren sie die Tat, um neue Hinweise zu bekommen. Wichtige Indizien sind auch die Blutspuren. Gut, wir haben hier das Blutspurenverteilungsmuster, Sitzfläche komplett, Sitzwangen komplett, Rücken relativ frei, hier ist es reingelaufen. Ja. Spritspuren, Kontaktspuren, hier hoch, Fenster hoch, über den Himmel, Beifahrerfenster runter, Beifahrerseite runter. Auffällig ist der Beifahrersitz. Auch hier müssten Blutspuren sein. Gerade auf den Spuren auf der Sitzfläche der Beifahrerseite, die fehlen uns. Das ist ungefähr so, als säße da wer, als lag da was. Und wenn über denjenigen, der hier saß, vielleicht dem Täter, das ist eine Hypothese, dass der Blut abbekommen hat nach dem Aussteigen, ist natürlich eine entsprechende Fläche geblieben. Oder es lag was dort, was wir nicht beurteilen können. Aber die Interpretation sagt, da erwarten wir Blutspuren und sie sind nicht da. Wie erklären wir das? Saß der Täter also vorne? Okay, erste Variante über die Beifahrerseite. Ich komme jetzt zu dir rein. Ja. Bedrohe dich und sage, Variante Geld her, Auto her. Also normalerweise könnte jetzt das Opfer ja sagen, ich flüchte. Genau. Oder ich steche sofort auf dich ein. Ne? Das heißt, ich gebe dir einen in den Hals, aber recht heftig. Habe ich schon Probleme, hier richtig reinzuhauen. Das heißt, ne, ich gebe dir einen. Ist das möglich jetzt? Das war ja nur hier alles. Möglich ist es, aber ich muss enorme, ne, von der Bewegung her ist es unnatürlich. Vielleicht stieg der Täter auch hinten im Auto ein. Die Fallanalytiker spielen jede Variante durch. Hand her, zack, zack. Hat hier viel mehr Kraft als von der Beifahrerseite. Das spricht eigentlich für diese Position.
Aber das Spurenbild spricht dafür, dass der Täter wohl auf dem Beifahrersitz saß. Die Ermittler nehmen deshalb von dort Duftproben. Sie wollen mit Hilfe von sogenannten Mantrailer-Hunden, also Personenspürhunden, den Fluchtweg des Täters rekonstruieren. Mit 250 Millionen Riechzellen nimmt der Hund eine Fährte auf. Vom Parkplatz geht es in Richtung Wald. Das passt zu der Zeugenbeschreibung. Der Geruch eines Menschen ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Wie lange Geruchsmoleküle für den Hund wahrnehmbar sind, hängt von vielen Faktoren ab, auch vom Wetter. Bei der Suche, dem sogenannten Trail, laufen die Kriminalbeamten mit, um sie zu dokumentieren. Der Hund gibt damals jedoch unterschiedliche Richtungen an. Auf dem Trail habe ich letztendlich auf die Körpersprache des Hundes geachtet, beziehungsweise am Start natürlich erstmal darauf, nimmt der Hund den Geruch auf und startet der Hund, also gibt es eine richtungsweisende Spur der zu suchenden Person, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es kann ja auch sein, dass ich einen falschen Geruchsträger habe von einer Person, die gar nicht auf dem Parkplatz war, oder dass die Person auf dem Parkplatz ins Auto gestiegen ist. Und auf dem Trail habe ich dann darauf geachtet, was zeigt der Hund. Markiert sie mir irgendwelche Richtungen, indem sie da hinguckt oder den Körper in die Richtung stellt? Biegt sie in die Richtung ab? Der Hund läuft in Richtung einer Kleingartenkolonie. Doch dann endet die Spur. Auch die nächsten Versuche führen nicht weiter. Der Hund ist schon einer Spur gefolgt, aber eher die Spur eines unserer Kollegen, die als Ersthelfer in das Fahrzeug eingestiegen sind. Der letzte, der auf dem Beifahrersitz gesessen hat, war nun mal unser Kollege, der versucht hat, die Wunden von dem Opfer unter Verschluss zu halten. Leben retten geht immer vor Spurensicherung. Das ist oberstes Gebot bei jedem Polizeibeamten. Dann eine neue heiße Spur. Die Ermittler bekommen einen Hinweis aus einer Psychiatrie in der Nähe der Therme. 20 Minuten nach der Tat betrat eine Person die Klinik. Sie reinigte sich auffällig lange die Schuhe an einer Schuhputzmaschine. So, als ob sie Spuren verwischen wollte. Dann verschwand sie. Wir haben dann feststellen müssen, dass es sich nicht um einen jungen Mann handelt, sondern um eine junge Frau, die aber vom äußeren Erscheinungsbild halt sehr, sehr männlich daherkam, war auch auf dem Video nicht sofort zu sehen. Bei der Verdächtigen handelt es sich um Sandra N. Sie ist 23 und Hartz-IV-Empfängerin. Sandra N. ist in der Klinik Borderline-Patientin und erwartet im fünften Monat von einem gewalttätigen Alkoholiker ein Kind. Einen 9 Monate alten Sohn hat sie schon. Ihn musste sie in eine Pflegefamilie geben. Sandra N. gilt als verschlossene Einzelgängerin. 7 Tage vor der Tat weist sie sich selbst in die Psychiatrie ein. Während des Aufenthalts werden bei ihr 1,7 Promille Alkohol festgestellt. Am Tattag putzt sie sich auffällig lange ihre Schuhe. Dann bricht sie die Therapie ab. Dass sie in unmittelbarer Tatortnähe gewohnt hat, dass sie kurz vor der Tat das Haus verlassen hat, dass sie wiederkam und unüblicherweise für eine sorgfältige Reinigung ihrer Schuhe gesorgt hat. Das war total unüblich, das war auffällig und das machte zumindest begründete einen Tatverdacht. Die Ermittler finden Sandra N. bei Verwandten. Über 6 Stunden dauert die Vernehmung. Die Verdächtige präsentiert den Kriminalbeamten ein fragwürdiges Alibi. Sie sagt aus, am Tattag in die Innenstadt gegangen zu sein. Dort habe sie etwas gegessen. Dann habe sie Schuhe, Spielzeug und eine schwarze Schirmmütze gekauft. Ungewöhnlich hohe Ausgaben für die Hartz-IV-Empfängerin. Die Polizisten überprüfen jedes Geschäft, in dem Sandra N. gewesen sein will. Sie suchen nach Videoaufnahmen oder Kassenbelegen. Vergebens. Das beweist nicht, dass sie Täterin war, macht Sandra N. aber unglaubwürdig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, daran kann ich mich nicht erinnern. Hat Sandra N. gelogen? Wenn sie schon innerhalb ihrer
Einkaufsbereitschaft nicht gewillt ist, tatsächlich die Wahrheit zu sagen oder auch nicht kann. Wer weiß das schon. Bei einer psychisch labilen Person, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, welche Rückschlüsse ziehe ich dazu auf ihre mögliche Tatbeteiligung. Die Ermittler übergeben die Schuhputzmaschine aus der Psychiatrie an die Kriminaltechnik. Finden die Expertinnen Blut des Opfers an dem Gerät? Also wir müssen dann hinterher gucken, das war von beiden Seiten, die ist ganz schön dreckig. Aber das war von beiden Seiten eine Probe nehmen. Die Kriminaltechnikerinnen zeigen uns noch mal, wie sie damals vorgegangen sind. Sie dokumentieren alles akribisch. Auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen. Doch dann fallen ihnen an den Spitzen der Borsten winzige Blutanhaftungen auf. Sie nehmen Proben, um im Schnellverfahren zu testen, ob es sich um menschliches oder tierisches Blut handelt. Wir haben jetzt diese kleine Probe hier abgenommen. Wir würden das in eine Flüssigkeit reingeben. Das wird dann einfach ein bisschen vermengt. Dann kommt das in den Objektträger rein. Wir haben vorne zwei Tropfen reingegeben und dann läuft diese Flüssigkeit durch und würde uns dann anzeigen, einfach durch Striche, ob es Menschenblut ist oder nicht. Bei zwei Strichen handelt es sich um Menschenblut. Doch der Schnelltest zeigt nur einen an. Die Ermittler bezweifeln zunehmend, dass Sandra N. die Täterin ist. Wir hatten ja nach der Obduktion und den Aussagen der Rechtsmediziner die Erkenntnis, dass der Täter mit sehr, sehr großer Kraft und Wucht zugestoßen haben muss. Und es war durchaus die Frage, ob Sandra N. rein physisch in der Lage gewesen sei, dies durchzuführen. Wer tötete Ingrid P.? Der Verdächtige Rainer K. hat zwar Ähnlichkeit mit dem Phantombild, ist psychisch aber so eingeschränkt, dass er als Täter eigentlich nicht in Frage kommt. Auch Sandra N. bleibt verdächtig. Ihr Aussehen, der plötzliche Abbruch ihrer Therapie und ihre Aussagen bei der Vernehmung sprechen gegen sie. Aber es gibt keine Beweise, die sie überführen können. Und sie ist für die Tat vermutlich nicht kräftig genug. Die Ermittler treten auf der Stelle und kommen nicht weiter. Es gehört sicherlich eine relativ hohe Frustrationsschwelle dazu, diese Arbeit zu machen. Und wenn nach einem Misserfolg sofort tiefe Frustration ausbrechen würde, wäre es auch nicht hilfreich. Also von daher Krönchen richten, putzen und weitermachen. Parallel suchen die Kriminalbeamten nach weiteren Zeugen in der Therme. Mehrere Badegäste haben tatsächlich etwas gesehen. Ein Mann betritt mehrfach das Foyer ohne erkennbares Ziel. Allerdings einen Tag vor der Tat. Die Ermittler sichten gezielt das Material. Am Tattag ist der Mann wieder da, 5 Stunden vor dem Mord. Ab 10.34 Uhr kommt er ohne Badetasche im Minutentakt ins Foyer. Das Aussehen passt. Die Größe, das Alter. Wer ist der Mann? Ist er der Täter? Die Mordkommission greift zu einem riskanten Mittel, der Öffentlichkeitsfahndung. Die Gefahr dabei? Der Täter könnte gewarnt oder jemand Falsches beschuldigt werden. Deshalb brauchen sie einen richterlichen Beschluss. Der Richter stimmt zu. Am 23. Mai 2009, etwa 4 Wochen nach der Tat, erscheint dieser aufsehenerregende Artikel in der Lokalzeitung von Bad Pyrmont. Es hat geknallt. Also das Telefon stand nicht mehr still. Also wir mussten extra einen Kollegen abstellen, die dann das Telefon noch bedient hatten. Und dann ging das los. Gleich morgens um 6.45 Uhr meldet sich ein Mann aus einem Nachbarort. Er sagt, der Mann auf den Bildern sei sein Sohn Mark. Auch andere Anrufer identifizieren den Mann auf den Bildern als Mark H., 34 Jahre alt. Er ist verheiratet. Seine Frau erwartet ein Kind von ihm. Er ist gelernter Heizungsinstallateur und hochverschuldet. Ein Gerichtsvollzieher ist bereits eingeschaltet und soll Mark H.'s Haus pfänden. Er hat mehrfach Kreditkartenbetrug begangen
Dafür wurde er zu diversen Geldstrafen verurteilt. Nebenbei jobbt Mark H. in Kölner Diskotheken, die dem Rotlichtmilieu zugeordnet werden. Seit dem Tag der Tat ist er verschwunden. Die Kriminalbeamten beschlagnahmen aus seiner Wohnung unter anderem seine Zahnbürste. Dieses Material wurde dann mit den gesicherten DNA von der Schusswaffe zum Beispiel abgeglichen und man hat festgestellt, dass es eine Übereinstimmung gab. Das muss er erstmal erklären. Von der Ehefrau erfahren die Ermittler, dass sie sich von Mark H. trennen möchte. Der letzte telefonische Kontakt zu ihm ist Wochen her. Sein Aufenthaltsort unbekannt. Doch er hinterlässt Spuren im Internet. Bei eBay verkauft er Fußballtickets, die er gar nicht hat. Vermutlich finanziert er so seine Flucht. Die IP-Adresse wird identifiziert, zu welchem Rechner oder mobilen Endgerät die gehört. Und darüber lässt sich dann der Standort orten. Wo ist Mark H.? Am 8. Mai, wenige Tage nach der Tat, telefoniert er noch mit seiner Frau. Am gleichen Tag taucht er bei einem Bekannten in einer Diskothek in Eschweiler auf. Am 19. Mai sieht ihn seine Ex-Freundin im Kaufhof Köln. Am nächsten Tag hebt er 380 Euro von seinem Konto ab. Zwischen dem 24. und 27. Mai meldet er sich immer wieder bei eBay an. Erneut hebt er Geld ab, dieses Mal im Raum Mannheim. Die Überwachungskamera zeigt Mark H. am Geldautomaten. Die Ermittler lokalisieren ein Internetcafé in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Am 29. Mai wartet ein Spezialeinsatzkommando, bis Mark H. das Internetcafé verlässt. In der Fußgängerzone nehmen ihn die Spezialkräfte fest. Wenn ich jetzt diese Vernehmung mache, ich muss alles richtig machen. Es ist die erste Vernehmung, die kann unheimlich wichtig sein. Welche Fragen muss ich stellen? Kriege ich einen Zugang zu ihm, um mich überhaupt mit dem unterhalten zu können? Also das ist unglaublich wichtig und dann, das ist eine unglaubliche Anspannung. Mark H. gesteht die Tat sofort. So schildert er sie. Nachdem Ingrid P. um 15.40 Uhr die Therme verlassen habe, habe sie ihr Auto mit einer Fernbedienung geöffnet und sich hineingesetzt. Mark H. habe ihr aufgelauert, sei hinten ins Auto eingestiegen und habe die Seniorin bedroht. Diese habe sich gewehrt und nach seiner Jacke gegriffen. Dann habe er aus der Innentasche ein Messer gezogen und auf Ingrid P. eingestochen. Als der Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, sei Mark H. geflohen. Dabei habe er seine Schreckschusspistole verloren und das Messer neben das Auto geworfen. Mark H. gibt in der Vernehmung an, Ingrid P. sei ein Zufallsopfer gewesen. Er sagt, er habe sich in einer ausweglosen Situation befunden. Verschuldet, Probleme in der Ehe, Isolation. Er wollte ein Auto stehlen, um neu anzufangen. Der Parkplatz der Therme sei ihm für so einen Raub ideal vorgekommen. So raubt man kein Auto. Es wäre völlig einfach gewesen, wenn er sich einen Leihwagen genommen hätte, diesen Leihwagen nicht mehr zurückgebracht. Als Beispiel. Noch nicht mal die Mühe muss ich mehr machen. Er hatte ja noch seine Karten dafür, Kreditkarte heutzutage, sich ein Auto zu mieten, wäre völlig problemlos gewesen. Die 76-jährige Rentnerin Ingrid P. wird am helllichten Tag auf dem Parkplatz einer Therme in Bad Pyrmont erstochen. 5 Wochen nach dem Mord ist der Täter jetzt gefasst. Ab heute muss er sich vor Gericht verantworten. Mark H. bleibt auch vor Gericht bei seiner Version. Das Landgericht Hannover kann ihm kein anderes Motiv nachweisen. Die Richter kommen zu dem Schluss, er habe in jedem Fall heimtückisch und aus Habgier gehandelt. Das sind Merkmale für Mord. Im Januar 2010 verurteilen sie Mark H. deswegen zu einer lebenslangen Haftstrafe. Es ist eine Riesenerleichterung, wenn eine Tat geklärt ist und wenn der Täter festgenommen ist bzw. letztendlich in einer Gerichtsverhandlung seiner Strafe überführt wird. Bingo, das war's. Es geschah mitten am Tag. Eine 76-jährige Rentnerin musste sterben, weil sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war.